Aufnahme wurde beendet. Ja, ich weiß. Ich hab's ja doch schon wieder gestartet, Junge. Könnte sein, dass wir jetzt was haben. Ja, ich sag mal herzlich willkommen. Ja, wir versuchen nochmal unser Glück auf Interloper. Und hoffentlich kommen wir heute mal an der Stelle raus, wo wir auch mal eine Chance haben. Zum Beispiel idyllisches Tal oder so. Wäre ganz schön. Neu, Eindringling. Wir spielen wieder die Hilde. Die wilde Hilde. Kann man nicht aussuchen, wo man anfängt? Nee, kann man nicht. Wenn wir wieder da landen, dann haben wir wieder keine Chance. Das ist so unheimlich schwer von dem Dingens aus da, wo wir gestern dreimal angefangen haben. Dreimal denselben Spawnpunkt. Oh, Entschuldigung. Es gibt Dinge, ne, die werden nicht besser. Was haben wir? Trostloses Marschland. Und da sind wir schon wieder. Zum vierten Mal. Das ist so ätzend, ne? Da zu starten. Naja. Mal gucken hier. Vielleicht haben wir ja mal ein bisschen mehr Glück. Dann startest du da und findest keine Streichhölzer und schon bist du natürlich total im Eimer. Das müsste man noch irgendwo einstellen können. Na, jetzt habe ich einen so ein. Ach komm, geh weiter. Opa, geh weiter, reg dich nicht auf. Sonst, ne? Minus 22 Grad, weiß Bescheid. Da, wieder genau dieselbe Stelle, immer dieselbe Stelle, wo ich rauskomme. Wie kann er denn sein, dass ich immer wieder hier starten muss? Das ist doch nicht normal. Normal ist er nicht. Also wirklich. Trostloses Marschland. Nee, 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 nee. Ich muss irgendwie anders machen. Immer wenn ich hier starte, da komme ich nicht. Ich finde keine Streichhölzer und dann bin ich schon tot. So einfach ist das. Und bis ich was gefunden habe, irgendwas gefunden habe, bin ich schon halb erfroren. Ja, ich weiß, dass es kalt wird. Das kannst du dir wohl, ne, an drei Finger zweimal abzählen. Drei Steine. Obwohl die ja nichts bringen. Vielleicht finden wir ja mal ein Kaninchen, das sich treffen lässt. Von uns. Was ist denn hier? Gibt es hier irgendwas hier so zu essen? Guck mal, da stehen noch so ein paar Dinger rum. Die nehmen wir doch mal mit hier. Eieieiei. Sieht nicht so gut aus, ich sag euch. Von hier aus starten ist verdammt hart. Vor allem, weil hier weit und breit sind keine Häuser mit Toiletten. Das heißt, du musst Streichhölzer finden, sonst hast du kein Wasser. Und das ist schon, ne, das ist schon very ungerecht. Da stehen noch so ein paar, kommen die nämlich auch noch mit. Und dann konzentrieren wir uns auf Wegrennen. Auf Durchlaufen. Wir sind schon wieder am Erfrieren dran. So. Das Schöne ist ja, wenn man hier hinterher ins... ich wollte doch nicht die ganze Zeit rennen. Wenn man hier an diesen See kommt, da hat man ja das Haus, wo man immer
den Schlafsack findet. Das ist ja cool. Aber ohne Streichhölzer ist das sehr uncool. Noch ein paar von den Dingern. Mein Gott. Gestern war ich sehr dumm. Da hätte ich mit dem Dingens hätte ich Feuer machen können mit der Lupe, aber ich hatte wenig Holz, da bin ich erst Holz sammeln gegangen und dann war vorbei. Aber was wolltest du machen ohne Holz, mein Gott. Ohne Holz kannst du kein Feuer machen. Was soll ich so ein kleines Pissfeuer machen, wenn ich dann, Holz suchen muss und in der Zeit geht das Feuer wieder raus. Bringt ja auch nichts. Naja, neues Spiel, neues Glück. Vielleicht haben wir heute ein bisschen mehr Glück. Schauen wir mal, schauen wir mal. Das ist hier aber, hier rennt es aber auch so ewig lange rum. Und hier ist gar nichts, ne? Hier ist irgendwo, da hinten muss irgendwas sein, aber boah, dafür kenne ich mich überhaupt nicht gut genug aus, um dahin zu rennen. Um da irgendwas zu suchen. Ich habe gesehen, da waren schon wieder noch ein paar Kolben rechts, aber... Irgendwann muss man auch mal Prioritäten setzen. Wir kommen ja vielleicht noch mal hier hin. Wenn wir lang genug leben. Irgendwann mal. Ah, Kiste. Wenigstens die ist heute da. Oder war leer. Aber es war da. Wenigstens war sie da. Eine Kohle. Ja. Muss mein Rucksack nicht da. Gut. Weitermachen. Wie lange brauchen denn dafür? 20 Minuten? Ne. Viel zu lang. Lieber Stöcker sammeln, das geht sofort. Metall, hurra. Also die liegt immer hier. Die Magnesiumfackel. Oh, was haben wir denn hier? Ein Pulli. Wie schön. Lass uns mal einen Pulli anziehen. Da haben wir doch noch Platz für, oder? Natürlich. Guck mal, halbes Grad, immerhin. Jetzt ist er nicht mehr so kalt, guck. Nur noch 12. Das ist wirklich nicht so kalt. Gestern bin ich mit über 30 Grad minus hier gestartet. Das ist ja richtig angenehm. Da wird bestimmt der Bär da hinten die hoch rumrennen bei so einem schönen Wetter. Da wird er sich nicht lange bieten lassen. Da wird er direkt sagen, hier, komm. Komm mal in meine Höhle. Komm mich mal besuchen. Ja, genau. Ich habe auch noch einen Wolf da. Wir spielen Karten zu dritt. Klingt total glaubwürdig, mein lieber Bär. Du darfst mich auch Teddy nennen. Mhm. Also hier von den Kolben sind ja hier jede Menge, ne? Wobei, auf Interloper hast du so einen hohen Kalorienverbrauch. Da sind so ein paar Kolben auch schnell durch, so ist das ja nicht, ne? Irgendwann muss ich hier mal hin. Und da hingucken und da hingucken. Hier ist garantiert irgendwas. Muss ja. Du bist ein Stein, oder? Los, sei ein Stein. Ja. Ne, hier ist nix. Können wir weiterlaufen? Ah, nix. Da hinten ist ein umgestürzter Baum. Der ist bestimmt irgendwas. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Da können wir mal im Friedlich-Modus hier rumtouren und mal alles erkunden.
Das macht Sinn. So. Dann verlassen wir mal das Marschland. Marschland. Das Trostlose. Und, oh, die nehmen natürlich mit. 150 Kalorien, why not? Wo ist meine Medizinkiste? Die beklauen mich, wo ich daneben stehe. Du. Toll. Noch mehr Hagebutten. Da hinten der Rucksack ist auch da, ich sehe ihn schon. Liegt da auch der Mann im Schnee oder nur der Rucksack? Nein, nur der Rucksack. Eieiei, da wird wahrscheinlich nichts drin sein, wie immer. Supi der. So, wir gehen erstmal hier zu dem Haus von dem. Und heute nehme ich mal ein paar Stöcke mehr mit, damit ich da nicht, wenn ich Glück habe und eine Lupe finde, dass ich auch Feuer machen kann. Und nicht wieder, oh ja, kein Holz. Das war nicht so cool. Oh, das ist mittags, okay. Mal Ast. Den nehmen wir da mit. Äste, die nehmen wir auch noch mit. Ne, gar nicht. Ne, das ist. Da brauchen wir nicht. Das sind Anzünder. Anzünder brauchen wir nicht. Na komm, laufen wir mal ein bisschen. Obwohl ich mir das ja auch sparen wollte, ne? Für wenn mal ein Wolf kommt oder so. Dass ich fliehen kann. Weil an Campen ist nicht zu denken. Da kreisen die Krähen. Ach komm, Wölfe. Ich brauche euch nicht. Kein Mensch braucht euch. Leer. Diese Dinger hier, die sind immer gefährlich. Da guckst du über die Ecke und dann zack, guckt dich von unten auch einer an. So, die Rehe sind da. Das heißt, hier sind keine Wölfe. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir mal da rein und looten mal. Ja, der Hirsch ist da, aber was nutzt das ohne Säge? Hier irgendwas drin heute? Nein. Warum auch? Was rennt ihr so? Ich war noch gar nicht draußen. Wieso rennt ihr? Naja. Ich renn auch. Mal in die Hütte. Hütte, Hütte. Ich komme. So, renn ein mit uns hinein. Mal gucken, was die Temperatur sagt. 5 Grad, das ist schon mal schön. Und dann haben wir da Schießanleitung, das ist super. Nähzeug. Müsli-Riegel, echt? Ist das euer Ernst? Wo ist mein Gewehr? Ja. Nix. Boah, der ist verschlossen, ey, echt jetzt? Da liegt die Lupe. Da muss ich gleich unbedingt raus versuchen, Feuer zu machen. Mal eben hier noch schnell das Offensichtliche. Da ist der Pott.
Und? Nein. Hier irgendwas? Nein. Ja, das braucht wirklich kein Schwein, wie du schon sagst. Ne, also. Oh, die Sonne geht unter, ey, mein Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich mach das schon wieder erst Holz, ne? Naja. Hopp, hopp. Komm. 40%. Ja. Jetzt komm, Feuer machen. An der Stelle waren wir gestern schon mal und dann bin ich losgerannt, Holz holen, weil ich kein Holz hatte. War ziemlich dumm. Echt dumm. Jetzt hätte ich vielleicht bessere Aussichten gehabt. Komm, geh an. Gern, 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 gern. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Stöcke. 8 Minuten, noch ein. Na. Hackel. Ja. Ja, so geht das. Sehr geil, sehr geil. Jetzt machen wir hier drin ein Feuer. Hopp, hopp. Dann alles rein mit warm an Holz. Und dann am besten noch mal Holz suchen gehen. Komm, komm, komm. Jawohl. Brennstoff. Rein damit. Zedernholz auch rein. So, 2 Stunden. Sehr schön. Die machen wir mal aus. Die können wir vielleicht noch mal gebrauchen. Obwohl, ohne Streichholz kriegen wir die nicht an, ne? Egal. Was wollte ich? Das Ding hier ablegen. Ach, jetzt hebt das doch nicht auf. Sag mal. Wo mache ich das denn alles hier? Oh. Zack. Wasser. Wasser. Und hier auch. Wasser. Komm her. Alles, was geht. Garen, 2 Liter. So, das dauert 17 Minuten und dann nochmal eine, also eine halbe Stunde habe ich jetzt Zeit. Das brennt 2 Stunden. Okay. Ich gehe mal eben raus, gucken, ob ich irgendwas an Holz finde. Einmal so schnell rumrennen hier. Einfach so ein paar doofe Stöcker hier. Da, 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 da. Ein Stöcker. Da liegen noch mehr Stöckers. Sehr schön. Stöcker, Stöcker, Stöcker. Vielleicht kann ich da noch Kohle reinschmeißen. Jetzt unheimlich viel Wasser kochen. Wer weiß, wann ich das nächste Mal Feuer machen kann. Normalerweise liegt da noch ein zweiter Pott drin. Ach komm, ich nehme eben hier die mit ein, damit ich mir einen Badflächenverband machen kann. Na komm. Jawohl. 10 Minuten. Ah, den machen wir auch noch. Und wieder rein. Hallo Häschen. So ein Pech. Das war auch ohne groß zu zielen. Das war nur auf pures Glück hoffen. Na komm.
Ich habe gedacht, hier wäre noch ein zweiter Pott irgendwo gewesen, egal. 4 Minuten. Ja. Und wieder Wasser machen. Ich hatte doch Kohle, ne? Kohle, genau. So. 20 Minuten, 16 Minuten. Gucken wir mal hier rein. Also, erst gucken wir mal hier. Noch geht's mit dem Durst, okay. Schon 33 oder so war der, ne? Hm. 33 ganz am Anfang und 33 und... Na? Na komm. Kann ja nicht sein, da lässt er mich ganz rumdrehen. Also ab 20 muss ich wieder aufpassen. Boah, also. Zack. So. Und dann kann ich jetzt lustig bis 20 drehen und dann vorsichtig. Jawohl. Und jetzt Streichhölzer. This stuff will come in handy. Toll. Naja, immerhin. Wer tut denn Brecheisen in den Safe? Das braucht man, um den aufzumachen. Und da tut man doch nicht da rein. Also bitte. Mhm. So, der ist leer. 30 Minuten. Und nochmal Wasser. Mhm. Jawohl. Das war doch mal eine schöne Fuhre. Wie einen halben Liter. Mach mal 2. So, dann können wir mal was trinken. 3 Liter haben wir. Sehr schön. Damit wir da nicht noch in den roten Bereich kommen. Ja, Wasser, Wasser, Wasser. Solange wir keine Streichhölzer haben, ist das echt mit das Wichtigste. Dass ich Wasser koche. 45 Minuten. Na komm, dann machen wir auch noch. Zack. So. Was ist denn hier los? Habe ich das nicht gestartet oder war das jetzt verbrannt nach 45 Minuten? Wer weiß das schon so genau. Da muss noch eine Stunde kochen, okay. Das heißt, es muss auf jeden Fall nochmal Brennstoff rein. Dann noch 10 Minuten. Und nochmal 19 Minuten. Und Wasser, immer weiter Wasser machen. Schön warm sind wir. Das ist schon mal gut. Der ist leer. Ich glaube, wir haben auch alles geguckt, ne? Ist nichts, wo wir jetzt sagen, hier heimlich. Da ist noch was. Ne. Und jetzt können wir eh nicht mehr sehen. Ich habe ja jetzt gewartet, bis dunkel ist. Ich bin ja clever. Bevor ich mir hier alles angucke, ganz genau. Aber macht nichts. Wir können nachher hier pennen. Dann haben wir Wasser. Und dann gehen wir rüber zu der anderen Hütte. Da haben wir den Schlafsack.
Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann gehen wir auf den See. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann finden wir da vielleicht ein paar Streichhölzer oder sowas. Vielleicht, wir haben eine Dingens gefunden, ein Knipeisen. Ach, ein Knipeisen. Hey. Oh, ich muss erst gucken. Mein Gott, ey, wo bin ich denn mit meinen Gedanken? Ich habe ein Knipeisen gefunden, hallo? Mach den Schrank hier auf. Wer weiß, was da drin ist. Ja, das hat, siehst du, hat sich gelohnt. Ich muss mal im nächsten Augenblick. Entschuldigt. Ging nicht fester. Eieieiei. So, noch 4 Minuten, 14 Minuten. So, das ist auch fertig. Mal eine Rutsche machen wir noch. 2 Liter, das geht nochmal 2 Stunden. Dann müssen wir hier nochmal Brennstoff reinkloppen. Dann machen wir mal noch ein Stück Kohle. Na, ja, 2 wollte ich eigentlich mal mitnehmen. Stöcker. 11, ja. So, das müsste reichen. Da habe ich noch 7. Mal gucken, wenn ich am Ende noch ein bisschen über habe, kann ich ja noch ein, zwei Fackeln rausnehmen. Das schadet ja nicht. Jawohl. Und weiter kochen. Ja, isst du mal, Horst. Du kennst den Horst da gar nicht. Nein, wann kennst du denn den Horst, hä? Genau. Ist doch so. So, zack. Und wieder gekocht. 1 Stunde 32, okay. Und Wasser, 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 Wasser. Immer weiter kochen. Wir brauchen jede Menge davon. Na, jetzt braucht er nochmal 1 Stunde. Nochmal 34 Minuten, das heißt, die kriegen wir auch nochmal eine Fuhre. Das heißt, hier können wir noch ein Stöckchen reinwerfen. Stöcker finden wir immer. Komm. Stöcker sind draußen genug. 16 Minuten. Oh, wir müssen was essen. Wir wollen nicht noch mehr Zustand verlieren und wir haben ja, ne? Ein bisschen. Oh, ein bisschen können wir ja. Damit wir wenigstens, wenn wir gleich pennen, uns wieder richtig gut erholen. 1 Stunde haben wir noch. Okay, 12 Minuten. 19 Minuten. Da sind noch 30, da sind noch 5. Den nehme ich schon mal. Den kann ich stehen lassen, oder? Ach, ich nehme ihn lieber auch mal mit. Wer weiß, wofür gut ist. So. Dann kann ich noch 2 Fackeln nehmen. Die sind natürlich nur interessant, wenn ich auch irgendwas habe zum Anmachen. Ne? So, noch 4 Minuten, alles gut. Den Kochpot habe ich. Wo ist das Bett? Da. So, jetzt müssen wir 700 Kalorien zusammensammeln. Was haben wir denn? 300. 750 brauchen wir. Okay. Ja. So, dann müssen wir noch 3, 4 Stück davon essen. Dann können wir 10 Stunden schlafen. Und dann sind wir wieder topfit für den nächsten Tag. So, trinken. Dann siehst du mal, was wir für den Wasserverbrauch haben. So, dann pennen wir mal 10 Stunden und dann hoffe ich mal, dass morgen das Wetter gut ist. Close, Kaffee. Naja, also wir werden jetzt natürlich hungern. Das ist überhaupt keine Frage.
Tagsüber wird gehungert, da gibt's nichts. Komm, warten wir noch ein Stündchen. Da müsste aber hell genug sein, dass man gehen kann, oder? Ja, nimm mal hier, was? Ja, ja, Essen. Essen gibt's nicht, tut mir leid. So, die Holzkohle nehmen wir mit zum Kartenzeichnen. Man weiß ja nie, ne? Hier ist immer noch nicht mehr Licht, egal. Wir gehen jetzt. Und wir sind fast wieder bei 100%, habt ihr gesehen? So beinahe fast. Minus 26 Grad, aber egal, wir müssen los. Wir können hier nicht bleiben, hier ist nichts mehr für uns. Ja, das am Anfang ist der Einstieg ist unheimlich schwer. Einstieg ist sehr, sehr, sehr schwer, bis man sich mal so ein ganz klein bisschen etabliert hat, so ein bisschen Fuß gefasst hat. Danach geht's. Bis man erstmal so den Grundstock gefunden hat. Die Säge, um Kadaver auseinanderzunehmen, den Hammer, damit es sich überhaupt lohnt, zur Schmiede zu gehen. All solche Dinge, die muss man erstmal finden. Und die findet man hier nicht. Die findet man hier nicht, deswegen werden wir jetzt gucken, dass wir von hier aus möglichst schnell... Oh, Stöckers, nehme ich Stöckers. Möglichst schnell zur alten Schnellstraße kommen, um uns da so ein bisschen, vielleicht in den Häusern so ein bisschen einzukleiden. Da ist die Tanke. Da sind die Häuser, da sind überall Toiletten, da ist überall Wasser. Das ist schon mal gut. Da ist die Chance auch ganz gut, dass man Streichhölzer findet. Jetzt werden wir natürlich erstmal hier zu dem anderen Haus gehen. Und gucken, was wir da haben. Von da können wir nämlich auch den Schlafsack mitnehmen. Das ist auch schon mal viel wert. Da sehen wir doch schon ganz gut aufgestellt, wenn uns nicht noch der Wolf erwischt. Ja, ja, die ist nur am Rumjammern wieder. Hunger und mein Bauch fühlt sich so leer an und bla bla bla. Aber auf Interloper wird halt gehungert, da geht's nicht anders. Ne, Rinder brauche ich nicht. Ich habe genug Anzünder gesammelt. Mit die Rohrkolben. Ah, was haben wir denn hier noch alles? Nein, das sind alles nur Birkengrinde. So. Oh, da ist der Wolf. Da oben ist der Wolf, rechts. Das ist schön. Da kann er links ja nicht sein, es sei denn, das ist noch ein anderer. Ich muss mal hier unbedingt noch ein paar Stöckers mitnehmen. Stöckers. Ein Stock, viele Stöckers. Wo ist er? Da hinten rennt er. Seht ihr ihn? Da zwischen den Bäumen. Da sieht man den Punkt, da hinten wandern. So, dann schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Ach, da müssen wir eigentlich auch noch eben hin. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich habe mich doch schon wieder ein bisschen im Kreis gedreht hier jetzt beim Laufen. Hier wollte ich nicht hin. Das war nicht mein Ziel. Das war alles, aber nicht mein Ziel. Na komm, hier, die nehmen wir gleich mit, wenn wir schon hier rumlaufen. Noch sehen wir ja ganz gut aus. So. Na, da. Dann gibt es wieder ein paar Tees. Jeder Tee macht 150 Kalorien, hallo.
Für einen, der nichts zu essen hat, ist das viel. Da sind noch mehr davon. Ich traue dem Braten hier nicht. Hier ist auch ein Wolf. Hier ist auch ein Wolf zu Hause. Das war's. Gucken wir mal hier rein. Ach Gott, ey. Ich kann das nicht stehen lassen, ne? Dabei ist jetzt noch gar nicht die Zeit dafür. Eigentlich müssen wir uns um sehr viel mehr elementare Dinge kümmern. Als um Hagebutten. Nix. Komm hier, nimm die Holzkohle mit. Jawohl. Aber das ist verdammt nicht das, wo ich hin wollte. Wenn ich mal so genau drüber nachdenke. Aber nicht rennen. Fang nicht an zu rennen, sonst bist du auf einmal verloren. Boah, da müssen wir hinten außen rum um den Staudamm. Und in den Staudamm rein sollten wir mal nicht tun. Weil, because... Wobei, ich habe gesehen, der Staudamm ist komplett überarbeitet worden, ne? Aber ich denke mal, da wird immer noch ein Wolf drin wohnen. Und das ist nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Auf so einem engen, geschlossenen Raum ohne Waffe. Nein, das ist nicht gut. Wo bin ich hier? Bin noch gar nicht so weit. Muss ich ja hier auffangen. Ist da noch echte Wolfgefahr? Na, ich sehe nichts, ich höre nichts. So, gut so. Ja. Aber da siehst du mal, ne, letztes Mal habe ich das nicht geschafft. Da habe ich dann Holz gesammelt und dann war rum. Dann konnte ich kein Feuer mehr machen mit der Lupe. Dieses Mal habe ich das geschafft. Da siehst du mal, was das eine Feuer für einen Unterschied macht. Komm schon. Nimm mit hier alles. Alles Holz. Alles toll. Alles Feuer. Lass uns Feuer machen. Ja, wenn ich natürlich... Hat natürlich total geil, wäre. Wenn ich irgendwo noch einen Haken mit einer Schnur finden würde, dann... Ja, nimm die Hagebutten mit. Du hast überhaupt gar keine Möglichkeit, die zu kochen. Aber egal. Nimm sie mit, dann geht's dir besser. Wenn du dann beruhigt bist. So. Uns geht's gut. Wir haben 3/4 Energie noch. Hier ist nichts drin. Das ist toll. Hier liegt manchmal ein Haken. Aber ich glaube nicht auf Interloper. Haken. Ah. Jetzt brauche ich noch eine Schnur. Dafür brauche ich eine Säge. Und einen getrockneten Darm. Aber immerhin... ja, die sind ja toll. Stapel Papier. 6 Stein. Das ist nix. Das ist auch nix. Ja, das ist auf Interloper. Damit wird es am Anfang zugeschmissen. Mit diesen Büchern, diese Lernbücher. Das ist ganz toll, weil du kannst nichts lernen. Du hast überhaupt gar keine Zeit zum Lernen. Ich muss mal eben meinen Wecker hier runterholen. Damit ich mal sehe, was hier die Zeit geschlagen hat. Gell? So. Schon besser. Und hier war jetzt nichts, oder was? Echt?
Ist das euer Ernst? Recyclingdose nehme ich mit. Tue ich aber gleich natürlich weg. Wenn wir gleich sammeln gehen, dann mache ich mir erstmal die Taschen ein bisschen leer, ist ja wohl klar. Ne? Na, gucken wir mal. Leer. 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 Alles wie immer. Alles normal. Gucken wir mal hier so ein bisschen. Na? Nicht nix. Nicht wieder gar nix. Mann, 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 Mann. Die Lootmenge ist ja... Hier ist ja nichts, Freunde. Hier ist ja wirklich gar nichts. Da ist noch ein Kochtopf. Na, ich glaube, ich nehme mit nach oben. Ich glaube, oben kann man besser kochen, ne? Ich glaube, oben sind zwei Platten, oder? Mach ich doch. Na, nimm die Dose. Na. Und, wo ist mein Schlafsack? Da. Ach, das ist geil. 92%. Juhu. Das ist gut. Klamotten anziehen. Jacke. Ja, da, bitteschön. Sehr schön, danke. Nix und gar nichts. Oh, Schuhe. Tabletten. Schuhe. Ein Grad. Die haben 100%. 1,9 Grad. Wow. Sehr gut. Gute Schuhe. Sehr gute Schuhe. So, da ist natürlich nichts drin. So, dann machen wir mal hier ein bisschen, ne? Zack. Hier müssen wir noch reingucken. Leer. Ein Hemd, okay. Nehmen wir noch ein Buch. Ein bisschen Stopp machen. Hat mein Nähset. Ach, guck mal, den habe ich ja gar nicht gesehen beim Hochlaufen. Aber war auch egal. So. Auseinandernehmen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Ne, da. Was haben wir denn hier? 74%. Noch nicht das reparieren? Jupp. Jawohl. Jetzt hat er schon mal 100. Der hat 95, der hat 0,5, 0,5. Der hat 0,5, 0,9. Okay. Die müssen wir noch reparieren. Sehr schön. 82 ist schon mal gut. Die Jeans, die könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen reparieren. ...87, sehr gut. Da haben wir doch schon mal ein paar Teile. So, dich werden wir nicht ablegen. Dich wollte ich eigentlich zerlegen, Kollege. So, genau, und dann machen wir mal hier den, so, und dann machen wir uns mal zwei Verbände, oh, wir müssen trinken,
keine, bitte keine Energie verlieren, weil wir trinken müssen. Das wäre schlecht. So, sieht schon besser aus. So, was wollten wir? Achso, wir wollten ja noch einen Verband machen. Ach ne, wir haben zwei, ne? Haben wir zwei? Zwei, jawohl. Dann machen wir. Haben wir keine Bartflechten? Wir hatten doch Bartflechten. Egal. So, das machen wir alles mal, wenn wir Zeit haben. Machen wir noch zwei Verbände. Besser ist das, da geht ja ziemlich schnell. So. Dann machen wir hier auf. Und dann gucken wir mal. Das wollen wir lesen. Schießanleitung. Die kann erstmal weg. Stöcke. Machen wir 20 weg. So. Die wollen wir lesen. Das brauchen wir auch nicht. Das ist Kohle. Davon können wir auch mal 5, 6 Stück wegtun. So, das ist ein Holz. Das ist auch okay. Das brauchen wir auch nicht. Das kann hier bleiben. Klamotten, die Schuhe könnten hier bleiben. Wasser. Können wir mal 4 Liter hier lassen. Ja, 3,5 Liter, das ist schon mal ganz gut. So, hier die können wir hier lassen. Nächstes können wir, naja, weiß ich nicht, aber den Bettstein können wir hier lassen. Die müssen wir mitnehmen, die Fackeln. Nehmen wir mal eine mit, wo wir die eigentlich nicht brauchen. Die Kohle, die kann alle hier sein. Okay. Voll. Und dann nehmen wir hier hin. Alle umlagern. So. Was haben wir hier? Metall brauchen wir nicht. Die können wir auch hier lassen. Die können wir auch hier lassen. Wenn wir nachts mal Zeit haben, können wir da mal schön, ne, Dings machen. So, aber wieso habe ich... Ich habe doch zwei Bartflechten. Reicht das nicht für einen Bartflechtenverband? Muss ich da 3 für haben? Ja, 3 braucht man dafür, genau. Na gut, so. Da sind wir. Erfrierungsrisiko, na gut, da kann ich nichts dran machen. Da haben wir noch halb. Ich würde ja gerne mal raus, aber ich würde auch gerne jetzt, komm, schlaf mal eine Stunde. Nur um uns komplett aufzuwärmen. Naja, noch nicht ganz, aber fast komplett aufgewärmt. Okay. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe unten gar nicht neben den Sessel geguckt. Geh rein. Guck neben den Sessel. Manchmal steht da eine duschende Brause. Mensch. Was hat denn hier? Recyclingdose. Gut, das ist Holz, das kann ich jederzeit zerlegen. Ne, ist nix. Nix, gar nix. Okay. Gut, also gehen wir doch. Gehen wir hinten rum. Haben wir nicht so viele Probleme mit die Wölfe. Oh, ein Stock. Danke. Die nehmen wir natürlich auch mit. Falls wir hier mal wieder die Möglichkeit haben, ein Feuer zu machen mit der Lupe, dann machen wir das natürlich. Ist ja wohl keine Frage, ne? Eieieiei. So, dann gehen wir mal hier hinten rum. Weil hier weniger Wölfe sind. Und dann gucken wir uns mal die Häuser an. Hier rechts ist auch noch so eine Überhanghöhle. Da könnten wir eigentlich auch noch reingucken. Mal eben. Wir haben noch keine Säge.
Aber was soll's. Trotzdem, wir haben Wasser, wir haben einen Schlafsack. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Also. Wir haben ein bisschen Eisen. Wenn wir Streichhölzer haben und einen Hammer. Dann können wir zum Hochofen, da können wir uns ein Beil machen und ein Messer machen. Schleifsteine haben wir auch schon gefunden. Ein paar Pfeilspitzen, so 10 Stück, dass man Pfeile machen kann. Einen Bogen machen kann. Dafür brauche ich natürlich eine Säge, damit ich Schößlinge sägen kann. Also wir sind noch weit von entfernt, gut auszusehen, aber minus 6 Grad, da geht ja noch. Das sieht ja noch ganz gut aus. Halbe Energie haben wir noch. Naja, trinke ich mal einen Schluck Kaffee, wa? Ach, ist dann die drei Staatsmann ja alle Male für ein Popo. Da siehst du mal, was das ausmacht, du. Einmal mit der Lupe Feuer machen können. Was ein Unterschied. Ach komm, hier ist gar nichts. Kann er wohl nicht sein, ne? Hier ist ja sonst immer irgendwas. Irgendwas ist da hier immer. Hier sind Steine, super. Tja, das hat sich ja nicht gelohnt. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass hier nichts ist. Ist ja auch viel wert, ne? Jetzt schlotter nicht so. Du hast noch halb, mehr als die Hälfte von deinen Wärmedingens. Wirklich. Was ist mit dir los? Schlottert hier rum. Gibt's ja wohl nicht. Also wirklich. Ja. In Interloper gibt es übrigens keine Bunker, ne, falls ihr euch das mal fragen solltet. Diese rennenden Bunker, die hier schon mal so sind, auf gewissen Karten, die gibt es nicht. Es gibt nur einen einzigen, der ist unten am idyllischen Tal, da wo zum Wolfsbech hochgeht, aber das ist ja kein random Bunker, der ist ja immer. Holz. Wann sind die am Singen? Die Wölfe. So, da sind unsere Hütten. Einmal hier so lang gucken. Ich sehe nichts. Gehen wir mal ein bisschen näher ran hier. Ne, dann können wir ja mal hier gucken, ne? Hier steht aber auch nichts rum. Da liegt eine Leiche irgendwo, da sind schon wieder Krähen. Na komm hier. Hier ist ja nix. Hier ist ja gar nix. Sind überhaupt keine Dinger drin. Kein Wolf? Dann gehen wir hier mal rüber. Dann gucken wir uns mal in diese Hütte um. Ich glaube, das ist die mit Tür, oder? Das kann halt die mit Tür sein. Oh, da liegt einer. Der hat sich. Da läuft der Wolf. Da läuft der Wolf. Da Krähenfedern. Jawohl, die brauchen wir für unsere Pfeile. Ach, wer? Echt jetzt? Da. Feder. Mehr Federn. Ja, damit.
Anzünder, das brauchen wir nicht. Super. Das ist ja super hier. Sehr schön. Hat sich ja gelohnt. Da ist der Wolf. Dann gehen wir mal einmal hier. Jawohl, ja. Ja, wenigstens davon wieder ein paar bisschen Kalorien holen. Muss hier aufpassen, nicht, dass er auf einmal um die Ecke kommt. Der böse Wolf. Oh, da sitzt der Typ. Gerade sagen, ja. Noch eine Hütte, die nehmen wir dann auch noch. Na du. Was ist mit dir? Hast du irgendwas? Ne, die sind alle leer. Alle leer hier. Oh, hier gibt es noch so ein paar Nüppkes zu holen. Die holen wir noch. Mal aufpassen, hier ist auch der böse Wolf und der böse Bär. Der rennt hier nämlich auch rum. Können wir gleich mal gucken. Wir gehen erstmal hier hin. Was sagt denn? Ja, die Sonne geht bald unter. Dann sehe ich in den Häusern nichts mehr. Dann haben wir hier Nähzeug. Schon ein zweites. Oh, ein bisschen Holz. Sehr schön. Hier oben drauf irgendwas? Nee. Und? Nein. Und? Nein. Und? Wieder ein Haken. Ohne Schnur. Mit einer Schnur wäre das alles schon ziemlich cool. Dann könnte man hier das Loch aufkloppen und dann könnte man Eis fischen. Eben gucken hier. Nicht, dass ich hier überrascht werde. Ah, da sind ja noch mehr Hütten. Aber wir fangen erstmal. Ja, ne, wir können auch mit denen anfangen. Wir können auch mit denen anfangen und uns dann rüberarbeiten. Das ist auch okay. Da liegt schon wieder ein Toter. Da krähen sie schon wieder, die Krähen. Da kommt ein Wolf. Seht ihr den? Dann lass uns mal die Richtung wechseln. Lass uns doch mal hier rumgehen. Und hier mal gucken. Und? Hast du was? Wieder nix. Aber wieder ein paar Federn. Immerhin. Und ein Holzstück. Immerhin. Oh, ich hoffe, der kommt nicht hier rum. Nun. Wie bloß woanders hin, du doofer Wolf. Ich sag dir das in aller Ruhe. Und ist das hier nur eine Feder? Kann doch nicht sein. Naja, gehen wir mal hier rein. So, dann können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen im Warmen. 1 Grad. Satte 1 Grad. Oh, Bücher. Hier gibt es ja, oh, hier gibt es jede Menge Bücher. Zum Feuer machen. Okay. Nix. Müll. Lass uns mal in den Müll gucken. Nix. In die Truhe. Komm hier. Kann doch nicht sein. Eine Mütze. Ja, immerhin. Immerhin. Her damit. Fast 1 Grad. Hallo?
haben wir hier noch? Ach, das ist nur der Fuß von der Lampe. Ja, also ich sag mal so, dass hier noch jede Menge Holz ist, was man uns abholen können, das ist ja wohl klar, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir am meisten brauchen und am nötigsten brauchen. Da haben wir ganz andere. haben wir da. Verstehst du? Ganz andere haben wir. Ja, das ist für die Leiche, die wir gerade schon geguckt haben. Ach, Zettel. Das ist eine Quest, die machen wir mal so nebenbei, wenn wir die Zettel sehen. So. Leer, alles leer. Alles leer. Da oben drauf auch nichts, leer. Schrank, leer. Boah. Echt super. Echt super. Und da wunderst du dich, wenn du plötzlich stirbst. So. Naja, trinken haben wir noch. Wir haben ja auch noch ein bisschen Essen, so ist das ja nicht. Aber hier in den Häusern. Also wenn du dich darauf verlassen müsstest, hier was zu finden zum Essen, dann bist du aber ganz schön verlassen. Da findest du nix. Da findest du nichts. Einen alten Karton und ein Bücher. Ah ja, komm, ja, die wollen die alle mitnehmen. So viel Feuer brauche ich jetzt auch nicht machen. Natürlich, aber woanders gibt es ja auch noch Bücher. Bücher gibt es zum Glück immer mal. Hier, das nehmen wir noch mit und dann reicht's. Wir wollen ja keine Bücherei aufmachen. Ah, Sardinen. Das ist ja schon fast der Hauptgewinn hier. Aber auch sonst mal immer so unterm Sofa irgendwie was oder unterm Bett. Hier ist gar nichts unterm Bett. Das ist eine Kiste sogar. Eine gute Kiste. Leider ist sie leer. Na komm, lass uns reingucken in den leeren Mülleimer. Die haben alle noch den Müll rausgebracht, bevor die abgehauen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Apokalypse und die sagen, Moment, eben noch den Müll rausbringen hier. Sonst geht gar nicht. Nee, nee, ist nichts hier. Können wir wieder verschwindikos gehen. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal rechts runter. Hier um diese Dingens und da hinten war ja der Wolf und hier könnte der Bär sein, also gehen wir erstmal hier rum, erstmal zum Bär. Der ist größer, den sieht man besser. Gell? Ist schon wieder so kalt. Mal wirklich mal irgendwo aufwärmen ein bisschen, ne? Vorher können wir noch eben in die Fischerhütte gucken, die da ist. Ja. Ei, 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 ei.
machen wir noch die Schilf. Guck mal, unser Energie geht auch ganz schön runter. Wir können auch mal ein bisschen rennen, wir müssen eh gleich pennen. Ich denke mal, wir bleiben hier in der letzten Hütte zum Pennen, oder? Ah, Fischerbuch. Ach, komm, ey. Was soll ich denn mit dem Fischerbuch? Ich kann nichts lesen, ich muss hungern. Und wenn ich hunger, dann darf ich nicht lesen. Du musst satt sein, du musst ausgeruht sein, du darfst keine Verletzungen haben. Sonst kannst du nicht lesen. Deswegen wirst du hier am Anfang mit Büchern zugeschmissen. Weil die wissen, der kann eh nicht lesen. Kommt dir gar nicht zu. Ach, dann gehen wir morgen lang. Jetzt rennen wir mal hier in die Hütte rüber. Mhm. Damit wir hier noch ein bisschen hell haben. Ah, zwei Rot ist echt blöd. Kalt und hungern ist echt blöd. Da geht ganz schön an der Substanz. Naja. Hoffen wir mal, dass wir hier vielleicht mal was finden. Aber hier ist auch echt keine Kleidung, kein gar nichts, ne? Bücher habe ich jetzt auch genug. Wie gesagt, wir kommen bestimmt irgendwann mal wieder. Dann gucken wir noch mal nach dem ganzen Holzkram. Und hier ist nichts, nichts, gar nichts. Ja, Bücher, ja, super. Super Bücher, super Bücher. Leer, leer, leer. Ja, Zunder. Nehmen wir mal auseinander, wenn wir schon mal dabei sind. So, wie viel haben wir hier? Was haben wir denn hier? 2 Grad. Na guck. Hier ist nichts. Jetzt habe ich hier die ganzen Häuser, bis auf die ersten. Alle gelootet. 4 Stück. Und 2 oder 3 von den Anglerhütten. Und was habe ich gefunden? Eine Dose Sardinen. Nicht zu glauben. So, wir müssen trinken, wir müssen essen. Und dann oh, 17 Stück haben wir, essen mal ein bisschen. So. So. Hauen wir jetzt schon mal 4 Stück rein. So, dann trinken wir ein bisschen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht in der Wildnisküche noch 2 Stunden lesen können. Mal gucken, was er sagt. Ja. Ach komm, echt, die letzte Stunde hat er uns geklaut. Da war doch nur ein Millimeterchen, der da noch gefehlt hat. Das ist ja wieder typisch. Okay, ist so dunkel. Alles klar, verstehe. So, da ist das Bett. Wir brauchen 750, 300 haben wir. Hier müssen wir noch ein paar davon essen. So 3-4 Stück. Entschuldigt. Wenn ich mich hier so ein bisschen räusper. Mann, ich bin hier am See. Wenn ich hier was finde, dann muss ich da hier. Ach egal, was rede ich denn da? So, trink nochmal. Holl trinken. So, wir schlafen 9 Stunden. Ich glaube, 10 war zu lang. Habe ich gesehen. Ich glaube, man kann nur 9 schlafen, ohne dass man Wasser oder Durst leidet. Ich glaube, das Wasser geht einem aus, wenn man 10 schläft. Nö. Hm. War doch immer. Auf jeden Fall wieder halb voll. Wir sind komplett ausgeruht. Oh, draußen wird ja tolles Wetter. Ach, eat anything right now, genau. Hier, macht noch 2 Stunden warten. Ei, 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 ei.
komm, komm, komm. Trinken. So. Ist immer noch hell und das hört sich auch nicht gut an. Wenn ich ehrlich bin draußen. Das hört sich nicht gut an. Oh, I need to find food. Ja, ja. Versuchen wir nochmal zu schlafen. Ach nee, da muss er erst so ein Ding essen. Da muss er erst so ein Ding hier essen. Jetzt wird er nix. Ach, iss mal noch ein. Wir sammeln ja gleich noch ein paar, hoffe ich. So. Damit du nicht schon wieder so schnell Zustand verlierst. Ah, ja, das war ganz gut. So. Ja, hier drin haben wir eigentlich nichts mehr verloren. Hier sind noch Bücher drin, aber mein Gott, ja, kommen wir nehmen eins mit. Aber eigentlich ist Peng. Eigentlich haben wir... Und wir haben noch nicht einmal da eine doofe Dose Streichhölzer gefunden. Da muss man mal sich so vor Augen führen. Nur nicht einmal das haben wir. Und minus 24 Grad. Super. Ja, ich wollte hier eigentlich nochmal am Rand langlaufen. In der Hoffnung, hier noch ein paar von den Dingern zu finden. Ich sehe auch keinen Bären. Dann machen wir das doch mal eben. Boah, jetzt geht die Temperatur runter, ey. Meine Güte, ich habe auch keine Jacke, keine Jeans, kein gar nichts. So viele Gebäude. Hier. Ja, die nehmen wir mal mit. Nein, da ist nichts mehr. Mann, wir sind schon wieder halb durchgefroren. Kann doch alles nicht sein. Hätte ich mir mal gemerkt, ob hier welche stehen oder nicht. Dann wüsste ich das, dann hätte ich hier gar nicht hinlaufen brauchen. Aber da ich mir das Wort ja nicht merke, ne, muss ich jetzt gucken gehen. Ich weiß nur, hier ist die Bärenhöhle irgendwo. Guck mal, hier sind noch welche. Aber es scheint hier in dem Spielstand keinen Bär zu geben, anscheinend. Ah, so, ein paar Kalorien noch. Hier noch, den nehmen wir da mit. Was ist denn das? Nur ein Stein, oder? Natürlich. Das sind auch nur Steine. Ja, jetzt müssen wir da drüben. Da seht ihr, da sind noch Hütten. Ich hoffe, die sind nicht ausgebrannt. Wenn ich da hinlaufe, dann sind die ausgebrannt. Dann war das ein schlechtes Geschäft. Mann, 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 Mann. Hier stehen aber wenig von den Dingern. Naja, gut. Was soll's. Ja, nicht, dass hier der Wolf um die Ecke steht. Hier ist aber auch nix. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Da waren wir, glaube ich, drin, ne? Ich glaube, da waren wir drin. Das ist schon wieder volle Pulle rot, die Temperatur, ja. Ja, hier waren wir. Da waren wir und da waren wir und da wollen wir noch hin. Also ein sehe ich schon ausgebrannt. Und ich glaube, ich sehe auch den Wolf schon wieder. Mein Gott, echt jetzt? Was macht der denn schon wieder hier? Hat ihr kein Zuhause? So, hier einmal gucken. Keine Kolben, keine Kolben, keine Kolben.
so viel von dem Graszeug. Oh, ich muss gucken hier. Nicht, dass wir hier da sind, Kolben. Nicht, dass wir hier plötzlich den Wolf vor der Nase rennen haben. Da hat schon mal eine schon mal ausgebrannt, das habe ich schon gesehen. Die andere auch, so wie es aussieht. Sind beide ausgebrannt, oder? Ich sehe ihn noch niemals. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich renne jetzt einfach, weil ich ihn gehört habe. Wie gesagt, ich bin jetzt nur gerannt, weil ich ihn gehört habe. Ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht, wenn ich mir das später nochmal angucke. Ja. Das ist ja toll. Da können wir ja hier noch ein bisschen Zeit totschlagen. Nehmen wir mal noch ein paar Lappen mit. So. Hier vielleicht noch ein bisschen Holz. So. Hier vielleicht noch mal ein bisschen Holz. Naja. Und jetzt machen wir mal noch eine Stunde Heier. Oder ausruhen. So, wir haben keine Kalorien mehr. Komm, lass uns was essen. Ich verliere immer mehr Energie. So, dann ruhe ich mal aus. Gucken, was sehr warm wird wieder. Ein bisschen. Jawohl, ja, guck mal, ganz warm. Und satt und alles. So, dann gehen wir mal in eine Hocke. Dann gucken wir mal, ob wir was sehen. Sehen tue ich nichts. Sehen tue ich nichts. Naja. Dann stehen wir mal auf. Gehen wir mal hier hinten rum. Und schauen mal. Oh, ein Stock. Steichwand kurz. Na, jetzt kommt Nebel. Echt jetzt? Ist das nötig? Ich sehe doch so schon den Wolf nicht. Na, ein Haus steht da noch. Mein Nebel kann ich eh kein Feuer machen, oder wie man hat? Wo ist denn hier der Eingang? Und vorne? Komm ey, schleich mal lieber. Schleich mal lieber, schleich mal lieber. Ah, noch kann man gar nichts machen gegen die Wölfe. Naja. Leer. Natürlich. Leer. Natürlich. Mein Gott, ey. Man fragt sich echt, wofür man überhaupt hier hingeht. Guck dir das mal an, ey. Alles komplett leer. Komplett leer. Tja.
nichts, wo man sagt, hier, da lugt irgendwas unterm Sessel hervor oder hier irgendwo, gar nichts. 1 Million Bücher, na guck. Da kann ich mir aus Pappmatsche kann ich mir was bauen. Ja, das war's. Da ist auch nichts drin. Nix, nix, gar nix und überhaupt gar nichts. Ja, dann gehen wir mal wieder in der Hocke und dann verlassen wir diese Hütte. Und draußen ist Nebel, das habe ich schon gesehen. Notfallspritze, ja genau. Und wenn ich eine hätte. Ich muss noch ein paar Dinger suchen hier. Weiter hier lang. Bei uns direkt an der Hütte, da sind auch noch ein paar von den Kolben. Wenn sie die nicht rausgenommen haben. Die haben ja für die Spielstärke einiges rausgenommen. So, schauen wir nochmal. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Das ist toll, ne? Man kann überhaupt nichts mehr sehen. Das ist echt super. Ich würde ja gern wieder hinten rumgehen, wenn ich ehrlich bin, aber ich sehe den Weg überhaupt nicht. Ist das hier der Weg? Ich hoffe. Und ich hoffe, dass das der Weg hinten rum ist. Und hat schon wieder Durst? Und das können wir ändern. 1,8 Liter. Wir haben noch 3 Liter, glaube ich, aussortiert. Ne? Nein. Das geht noch. Bin mal gespannt, wo ich hier hinkomme. Eieieiei. Wenn ich direkt über den See laufen würde, dann würde ich auch wieder zu der Hütte kommen. Also das ist hier nicht der Weg, das steht schon mal fest. Das ist hier nicht der Weg. Aber das ist auch nichts, wo die jetzt Wölfe sagen, oh, hier gehen wir gerne her. Das ist auch schon mal gut. Allerdings, hier muss ich aufpassen, dass ich mir nicht die Knochen breche. Hier. Guck mal, an hier. Wie steil das ist. Langsam, langsam, langsam. Langsam, langsam, langsam. Ich glaube hier, das ist der Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Ich hoffe es. Ich hoffe es, ich hoffe es. Und sehr, puh. So. Eieieiei. War das der Weg? Ich hoffe wirklich hier. Eieieiei. Bin ich immer gespannt, wo ich hier gleich auskomme. Wenn ich richtig gelaufen bin, komme ich an der Hütte aus. Hm. Ah, ich muss einen Schluck Kaffee trinken. Hm. Ein paar Bonbons essen. Der Weg kommt mir seltsam vor. Wenn ich ehrlich bin.
Ich hoffe, dass ich Bad am See. Doch, da müsste hier sein. Da müsste hier, da ist die Hütte. Ja, genau. Hurra. Gucken, hier liegt manchmal auch, ja, manchmal rennt hier aber auch ein Wolf rum, aber hier liegt auch manchmal einer. Heute nicht. Hier noch ein paar Kolben sammeln. Das ist ja erstmal Mittagszeit. Minus 8 Grad, das geht ja alles noch, Mensch. Das muss man doch ausnutzen. Auch wenn schon über die Hälfte der Energie wieder weg ist. Aber hier die, direkt hier vor der Tür, die sollte man ruhig mitnehmen. Das ist ja wie Nahrung. Oh Mann, ey, da haben sie noch drei gelassen. Ah, hier sind noch welche. Ja. Was soll ich euch sagen? Hier hält uns nicht mehr viel, ne? Also wir müssen uns hier wieder auf den Weg machen, spätestens morgen. Nochmal eine Nacht hier aufwärmen. Guck mal hier, ey, alles weg. Oh yeah. Da hat irgendeiner gehostet. Ist mein Chat kaputt oder warum sehe ich hier nichts? Der Lemmy. Oh, ich habe den Hund gehört. Ich habe den Wolf gehört. Danke Lemmy für deinen Host. Jetzt aber schnell weg hier. Schnell rein, 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 rein. Junge, 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 Junge. Und rein da. Juhu. Odins Sohn, hallo. Herzlich willkommen. Und der Helpless Player. Hallo, auch dir herzlich willkommen. So. Ja, ist ja noch ein bisschen früh, ne? Eigentlich. Ach, dann werden wir mal einen Happen essen und dann werden wir einfach mal in unserem Buch weiterlesen. Junge, müssen wir ja machen. So, ich muss mich nämlich erstmal ein bisschen aufwärmen. Meine Dingens ist schon so weit runter. Meine Lebensenergie. So, dann lass uns mal über das Buch lesen hier. Diesmal noch 2 Stunden. So, da wird uns dann wieder warm. Fertig? Dann liest den Rest auch noch. Ach du, immer mit deinem Anything lesen, essen. So, dann haben wir das auch. Das ist ja schön. Da haben wir Kochen schon mal ein bisschen gelernt. Ah, jetzt geht auch der Tag zu Ende. Wunderbar, wunderprächtig. Oh, starving. Ach, stell dich nicht so an. Immer bist du am Verhungern dran. Bist wie ein Mädchen. So. Ja, was haben wir denn überhaupt? Was sagt denn unser Gewicht? 25 Kilo, 2 Nähsets. Das müssen wir alles mitnehmen, unbedingt. Holz, die Federn, hier die können wir schon mal alle umlagern, die können wir schon mal vorbereiten so ein bisschen, wenn wir mal Wasser haben, ne,
Nicht ablegen. Was machst du denn da? Hier muss Wien. Genau. Wenn wir mal Wasser haben, dass wir dann wenigstens Tees kochen können. Das macht schon mal Sinn. Na, ja, dauert das immer 15 Minuten, na guck. So kriegt man auch den Tag rum. Dann machen wir noch zwei hiervon. So, jetzt essen wir was. Und diesen ganzen fantastischen Rohrkolbenstängel. Diese super leckeren. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien ich jetzt schon habe. Ja, komm, einer geht noch. So, wo ist das Bett? Da. Na, na, jetzt aber. Jup. Nee, trinken. Na, nicht vergessen. Nicht, dass wir verdursten im Schlaf, du. Das wäre schlecht. So, 9 Stunden. Und schlafen und erholen und regenerieren und Sachen sortieren und abhauen. Ab zur nächsten Bude. Entschuldigt, ich habe ein bisschen... Ach nee, was ist das denn? Komm jetzt echt. Nein, dann warten wir mal noch 2 Stündchen. Oh, ich habe den Wasserhaushalt wieder total unterschätzt. Wie blöd. Wie blöd vom Opa. So. Da müssen wir noch. Wir müssen noch 1-2 Stängel essen und noch ein bisschen warten und schlafen. Nur hungern ist echt blöd. Sonst verlieren wir so viel Zustand. So, dann warten wir noch. So, und dann schlafen wir noch 1 Stunde. So. Ja, Bücher. Gut, dass wir sie alle mitgenommen haben. Ach Gott. So. Das kann auch noch weg. Die Federn, die nehmen wir mit. Die Dinger hier wollten wir auch mitnehmen. Ja, vielleicht kommen wir ja nochmal wieder. Lassen wir noch ein bisschen hier. Den Pott haben wir, das haben wir. Okay. Das ist Essen, das haben wir. Die Bücher lassen wir hier, haben wir gesagt. Das Altmetall finden wir überall. Okay, dann gucken wir oben rein. Die Fackeln. Das Buch weiß ich noch nicht. Aber das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Wasser nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Das ist das Wichtigste mit überhaupt. Ein paar Stöckers. Mal gucken, was haben wir denn an Stöckers? Wir haben 24, ja, das reicht. Holz haben wir auch ein bisschen. So, was ist denn hier? Schießanleitung. Das ist, muss ich mal eben gucken, für Pfeil und Bogen oder für Gewehr? Erhöht die Fertigkeit Gewehrschusswaffe. Da brauchen wir nicht. Gewehr gibt es nicht. Gewehr haben wir hier nicht. Dann können wir das auch hier lassen. Ach so. Was haben wir noch? Das brauchen wir auch nicht. Das ist eigentlich soweit alles. Das Metall, wir haben gesagt, das kriegen wir jederzeit überall. Okay. Ach so. Ich habe gar nicht geguckt. Habe ich alles an? Ja, ne?
Klamotten alle an? Ja. Gut. Na, dann wollen wir mal. Dann wollen wir uns mal wieder auf den Weg machen. Mal gucken, wo es den Sinn verschlägt jetzt. Was sagt das Wetter? Minus 17 Grad. Scheiße. Ich meine, das ist nicht ganz so gut, wollte ich sagen. Ja, da ist noch ein, zwei Hütten, die wir nicht geguckt haben, aber das bringt nichts. Wir müssen hier weg. Wir können hier nicht bleiben. Das können wir nicht überleben, wenn wir hier bleiben. Mindestens haben wir einen Schlafsack gefunden, dass wir überall pennen können. So. Da kommt der rote Zug. Ich hoffe, dass da die Wölfe nicht so nah rumrennen. Dann schauen wir mal. Noch sieht es hier ganz gut aus hier. So unbedingt mal einen Schluck trinken hier, so geht er nicht weiter. Naja, gut 50% Zustand haben wir. Ich glaube, damit können wir noch niemals einen Wolfangriff überleben. Ich glaube, der zerfetzt uns. Da liegt eine Leiche irgendwo. Da sind die Krähen, da liegen immer Leichen. Na, jetzt müssen wir mal in den Schleichmodus gehen, sonst sind wir nämlich geliefert, wenn hier einer um die Ecke steht. Eieieiei, da laufen sie schon rum. Da hinten laufen sie schon rum. Na komm, geh rauf hier. Geh rauf hier. Und, hast du was? Oh, ey, gar nichts. Echt jetzt? Leer? Boah. Junge, 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 Junge. Und da ist noch einer. Da ist noch einer. Aber ich würde gerne an das Loot. Da liegt noch Loot, garantiert. Oh, wieder. Federn gut. Gutes Federn. Da ist noch eine Box. Oh, da ist noch ein Wolf. Scheiße, 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 scheiße. Mau ab hier, Wolf. Ja, der geht weg. Nix, meine Güte. Alles leer hier. Komm. Leer. Und draußen liegt auch nichts mehr rum, ne? Doofe Feder noch. Naja, so doof sind die ja gar nicht. So, jetzt muss ich gucken. Da ist noch ein Wolf. Hallo? Geht's euch nur gut hier? Wie soll ich denn da wegkommen? Ich versuche mal da reinzugehen. Da kamen die ja alle her. Am besten ich spurte mal einen Meter. So. Eieieiei. Oh, mal gucken.
gucken, ob wir hier oben irgendwo durchkommen. Wir müssen nämlich zum Staudamm. Aua. Ja, was haben wir denn? 29 Grad minus. Ja, super. Das gefällt uns gut. Mal, wenn ich mal wenigstens ein bisschen Kleidung oder was finden würde. Nein, gar nichts. Gar nichts. Wie soll ich denn hier runterkommen, bitteschön? Da, der gelbe Zug. Da wäre ja schon mal was, mal da reinzugucken. Verstauch dir nicht die Knochen, sonst hast du dir was gebrochen. Und wir haben gar, doch, wir haben Schmerztabletten, glaube ich. Ich glaube, wir haben Schmerztabletten gefunden irgendwo. Also Tees haben wir noch nicht für sowas. Gucken, Wölfe. Irgendwo, da. Was ist das denn da? Da zwischen den Bäumen, was ist das? Das sieht so aus, als hätte er keine Angst. Das macht mir wiederum Angst. So, wo ist mein gelber Zug? Da möchte ich noch gerne reingucken. Da. Grad, mein Gott, aber minus. Na komm, mal auf hier. Ja, so will ich nicht enden, so wie du. Boah, jetzt ist das schon wieder so viel wie gar nichts. Echt, hier ist gar nichts drin. Kannst du dich noch so umgucken? Da wird nicht mehr. Nix, nothing, gar nix. Und da liegt der Elch, der Dreh. Und ich komme nicht dran, weil ich keine Säge habe. Ach Mensch. Mal gucken, ob ich hier wenigstens an die Container komme. Vielleicht finde ich da ja irgendwas. Mal gucken, wo hier der Wolf ist. Hier rennt nämlich auch immer einer rum. Da ist er. Oh, der hat sich genauso erschreckt wie ich. Das hätte auch anders ausgehen können. Okay, lassen wir das. Sieht nicht gut aus. Der kommt nämlich wieder zurück. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Gehen wir doch weiter Richtung Damm. Verlieren so den Zustand. Ich muss unbedingt was essen. Das geht gar nicht. Ich verliere zu viel Zustand. Viel zu viel. Trink nur was.
Hau dir den Riegel auch noch rein. So. Da haben wir nur noch einen roten. Das ist schon mal gut. Eieieiei. Mal gucken hier. Hier ist auch immer noch einer. Da ist er. Komm ich weg? Komm ich da noch weg? Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Das ist natürlich ganz große Kacke. Da kommt er. Da kommt er. Aber was nutzt mir das? Ich erfriere hier. Na komm schon, geh da rein. Gott. Eieieiei. Minus 12 Grad. Das kann ich überhaupt nicht auffangen. Und wo ist er? Ist er wieder abgedüst? Boah, ich muss weg. Ich muss irgendwo hin, wo ich rein kann. Das hilft ja alles nix. Ah, komm. Ah, ja. Ah, keine Chance. Keine Chance. Ah, nein, nein. Keine Chance. Hallo Killer-Tietje, du kommst gerade rechtzeitig. Ah, nein. Ja, aber 2 Tage überlebt, immerhin. Also ich habe bei mir den Kontrollbildschirm und er läuft. Ich habe es auf dem Tablet. Mein lieber Killer-Titchi, muss einmal neu starten vielleicht. Ah ja, so, hier, was soll ich sagen? Wir machen natürlich noch ein neues Spiel, ist ja klar, ne? Immer wieder aufs Neue. Ah, da waren zu viele Wölfe auf einmal. So. Und wir nehmen natürlich wieder die Hilde. Die wilde Hilde. Na, bin ich mal gespannt, wo wir diesmal starten. Ja, aber ich musste da riskieren, weil ich hatte so wenig Energie noch. Mir war so kalt geworden. Ups. Was dat? Wir wollen doch hier nicht direkt ins Eis einbrechen, oder? Ort der Trostlosigkeit, na super. Dann schauen wir mal nach dem trostlosen Ort.
Wo haben die mich denn hier ausgesetzt, Honori? So, minus 18 Grad, super. Da muss man gleich ein paar Steine mitnehmen. Hallo, hier ist sie. Ein paar Stöcke. Man hat man, ne? Du bist ein Reh, oder? Du bist kein Elch, ne? Ah, guck mal, da ist direkt die Regen. Gehen wir direkt in die Regen? Minus 18 Grad. Wird sich zeigen, wie warm das ist. Na komm, die Steine haben uns auch nichts genutzt. Wenn ich ehrlich bin, ich vergesse das, dass ich Steine habe. Minus 3 Grad, ja. Also hier ist hinterher der Hochofen. Aber jetzt ist das auch zu kalt hier. Ja. Dann lass uns mal eben schnell durchgehen. Gucken. Anglerbuch. Einmal schnell hier looten. Looten, looten, looten. Nix, nix. Hier vielleicht irgendwo was. Nein. Nein. Da drin? Nein. Nein, 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 nein. Nix. Nix, nix, gar nix. Hier ist Kohle, die lassen wir aber auch hier drin. Was sollen wir da jetzt mit? Wenn wir die brauchen, brauchen wir die hier. Obwohl, so ein Stückchen könnte man uns mitnehmen, falls wir mal, falls wir mal heißes Feuer brauchen. Ja. Kann man ja wiederbringen, ne? Ist ja nicht für immer weg. Und diese doofen Zeitung, aber die muss ich glaube ich jetzt mal mitnehmen. Hallo mein Freund. Nein, aber Tabletten hat er in der Hand. Nix. Keine Kiste, kein gar nichts. Ne, sieht nicht so aus. Hier noch irgendwas. In der alten Küche, da liegt noch eine Dose. Danke. Ah, ich sehe nichts. Dazwischen auch nicht. Und hier in den Fächers. Hier in den Fächers auch nichts. Ne, dann gucken wir noch mal eben draußen. Eben schnell. Einmal hier so rum. Dumm, diddl, dumm. Ach, ich vermute mal nichts, sag ich doch. Ne, hier ist nichts.
Also auch wieder nichts. Hier vorne vielleicht noch, aber ich denke auch hier ist nichts. Nein. Nein. Nein, 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 nein. So, dann gehen wir mal zur Waltangstation, gell? Da haben wir die besten Aussichten mal zu finden hier auf der Karte. Da könnten auch Streichhölzer sein. Ja, mein lieber Killer-Tittchen, was soll ich dir sagen? Der Stream läuft, also du wirst einfach nochmal neu starten müssen wahrscheinlich. Der Lemmy war da und da sind noch so ein, zwei Leute. Na, mal eben hier in das Boot gucken. Ganz schnell auf die Schnelle. Da nix. Ne. Auch nix. Da. Oh, da ist was. Na komm, lass mich doch mal hier ran. Hundefutter, genau. Erste Hilfe-Koffer. Jawohl. Sehr schön. Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, da lang, hier lang. So. Gehen wir schon mal in die Hocke. Nehmen wir hier. Der. Na super. Jetzt müssen wir nur gucken, dass hier kein Wolf lang läuft. Ich sehe nichts. Das ist gut. Das ist gut. Einmal hier gucken. So, leer. Natürlich. So. Ah. Immer noch minus 2 Grad. Ja, was ist denn los hier? Wie soll ich denn das überleben? Oh, Streichhölzer, ich werd bekloppt. Nichts anzuziehen. Auch Klamotten. Minus 2 Grad ist deutlich zu kühl. Sonst lagen die mal hier die Streichhölzer, aber ist ja egal, Hauptsache ich habe welche. Na, ist alles leer, super. Bett, ach, hätte ich allein gar nicht erkannt. Komm schon, ja. Echt jetzt gar nichts. Ne. Gerade geht der Akku leer. Von den Tablet. Hier liegt kein Holz, hier liegt gar nichts, ne? Habe ich überhaupt schon Holz oder irgendwie sowas? Oh, zwei Stöcke. Super. Guck mal, da können wir Dinge draus machen. Ach, das kostet uns richtig. Das kostet uns richtig. Kann doch nicht sein hier. Mal hier hoch.
Ein Buch. Ein echt, ein super Buch. Ein Verband. Und das war's. Schweinefleisch. Und wo ist die große Überraschung? Gibt's keine, wa? Das Holz. Das ist schon mal gut. Da kann ich mir eventuell noch ein Feuerchen machen. Immer noch minus 2 Grad hier drin. Ne? Ich hab gedacht, das wäre vielleicht oben oder unten irgendwo wärmer. Nee, nee, nee. Altes Holz, jawohl. Hier noch ein Wettstein. Guck mal hier. Da können wir oben die Dinger aufmachen. Das ist ja schon mal was wert, ne? Na komm. Na, ich habe nur noch 5 Akkuprozent. Aber ich kann jetzt auch schlecht weggehen hier. Dann friere ich ja. Das soll ja so nicht sein. Liegt hier noch was rum? Nee. Ah. Ne, Magnesium. Na komm. Was war das? 9? Nochmal. 9. Jetzt aber. Mhm. 9, 28 und... So, jetzt Jacke oder irgendwie sowas, bitte. Naja. Immerhin. Ein halbes Grad. Mein Gott, 22%. Habe ich Nähzeug? Nee, ne? Nee, warum auch? Wäre ja auch total blödsinnig. Guck mal, nur noch minus 1 Grad. Das ist ja super. Jetzt mache ich oben die Schränke auf und da finde ich bestimmt noch irgendwas. Muss ja. Ich mache mal eben Pause. Ich muss mal eben Strom holen. Moment. Mm-mm.
So. So, jetzt haben wir wieder Strom. Jetzt müssen wir weiter. Puh, mein Gott, was machen wir schon aus dem Atem? Kann ja wohl nicht wahr sein. Und dass hier nichts liegt, ne, an Werkzeug. Das kann ich überhaupt nicht glauben. Das macht mich total fertig. Keine Säge, kein gar nichts. Immerhin Brecheisen haben wir gefunden. Oh, entschuldigt, aber jetzt bin ich schon wieder am Japsen. Mann. Nur eben schnell Strom geholt. Ein Stecker praktisch. Ein Eimer Strom. So, dann machen wir auf. Was zu essen, immerhin. Leer. Oh, da liegt was. Zwischen den Schränken liegt was. Ein Schokoriegel. Jawohl, ja. Ja. Ich weiß, dass der kalt ist. Ich suche ja schon wie bekloppt. Ich finde nichts. Wir müssen sowieso gleich Wasser kochen, also dann spätestens wird hier sowieso warm. Holz, danke. Wie ich schon sagte, wir müssen Wasser kochen. Immer noch minus 1 Grad. Da gehst du hier rein und bist noch lange nicht in Sicherheit. Na. So. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal rüber, ne? So, hier war ja eh nichts mehr. Hier noch mal gucken, ob hier noch irgendwo was so irgendwas so da hinten ist noch eine Kiste, aber da kommt man nie dran, dafür muss man eine Dingens machen, eine Zersägung von dem Ding hier. Ne, ich gehe jetzt glaube ich erst einmal rüber. Oh, ich muss Feuer machen. Oh, ich muss mich aufwärmen. Das hilft ja alles nichts. Hier, mach Feuer. Ich muss Feuer machen. Das hilft alles nichts. Das hilft alles nichts. Habe ich überhaupt schon eine Dose? Ein Feuerdings? Ein Pott für Wasser? Boah. Ich bin total schlecht vorbereitet. Wie garen. Was soll denn das Feuer machen hier? Da. Altholz. Ja. Ich habe nur einen davon, das ist ja super. Auf jeden Fall wird mir jetzt wärmer, aber was bringt mir das? Ich muss wieder weg, ich muss noch so ein Wasserdosending hier finden. Ach komm, ey, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt muss ich schon wieder wegrennen von der Wärme. Oben vielleicht? Habe ich oben eingesehen? Oben die stehenden Dosen und sowas. Ja, einmal gucken. Na, hier ist nix. Hier ist auch nix. Da
Das sind auch keine Dosen, die ich dafür nehmen könnte. Nee. Verdammt. Bleib unten. So, sonst geht's dir schlecht. So. Und nochmal Wasser. Und nochmal ja, ist ja egal, ich muss ja irgendwas reinwerfen. Irgendwas muss ich machen. Entschuldigt. Na ja, genau, dann trinken wir direkt mal das heiße Wasser. Was wir haben wir. Mein Gott, das ist ein Liter, den ich hier gerade zusammenkriege. 19 Minuten. Zwölf Minuten noch. Was haben wir denn noch? Die Kohle kann ich noch reinschmeißen. Das ist sowas von Vergeudung, aber egal. Egal. Über eine Stunde nochmal, jawohl. Da können wir nochmal Wasser machen. Neunundzwanzig Minuten. Neunzehn Minuten, das müsste doch reichen. Ach komm. Echt? Das habe ich jetzt nicht mehr gekriegt. Keine Glut. Meine Güte, ey. Keine Glut am Ende. Oh, ich bin todmüde, stelle ich gerade fest. Das ist ja super. Und zu essen habe ich auch nicht wirklich viel, ne? Ah, doch. Ah, ja, doch. 1,5 Liter Wasser. Ah, jetzt esse ich so ein Zeug, wo das Wasser rauszieht hier. So, dann trinken wir mal. Und dann schlafen wir mal 9 Stunden. Und dann gehen wir rüber. Ne, 9. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ja, jetzt müssen wir erst wieder trinken. Da ist das Wasser schon fast wieder weg. Aber wir haben ja Streichhölzer, das ist ja nicht das Problem. So. Und wir sind auch noch nicht voll erholt, also. Können ruhig noch schlafen. 5 Stunden. Jetzt sind wir komplett erholt. Super. Dann machen wir noch eine Stunde ausruhen. So, dann ist auch wieder hell. Jetzt gehen wir mal rüber. Ich meine, jetzt haben wir minus 1 Grad, aber das können wir jetzt hier ziemlich lange aushalten mit minus 1 Grad. Vielleicht sollten wir uns mal unten noch mal eben ein paar Kisten kaputt kloppen. Damit wir Altholz haben. Gerade wo wir so schön warm sind. Das macht jetzt mehr Sinn, als wenn wir frieren. Siehst du? Die machen wir auch noch. 1:30 Stunden, egal. Die müssen wir machen. Was? Todmüde? Was ist denn hier los? Wieso bist du jetzt schon wieder todmüde? Verstehe ich nicht. Was ist mit dir los? Das verstehe ich nicht. Komm, mach mal hier.
Mach die mal auf, aufschlagen, egal. Ich glaube, die bringt auch Flüssigkeit. Ja. Na, dann machen wir die auch noch aufschlagen. Eieieiei. Unterkühlung. Deswegen gehen wir so schnell runter. Und deswegen haben wir so viel Durst. Boah, da müssen wir schon wieder Wasser kochen. Ich brauche eine Dose. Also ich muss jetzt mit der Unterkühlung und der totalen Übermüdung muss ich jetzt hier ein bisschen rumlaufen. Ich muss unbedingt noch ein, zwei Dosen finden, damit ich effektiver Wasser kochen kann. Am besten sogar einen Kochpott. Aber das ist ja Wunschdenken. Da unten war noch einer, der war noch auch zu. Den können wir noch aufmachen. Und leer, sehr schön. Eieieiei. Kein Wolf, bitte. Ist hier noch was drin? Nö, warum auch? Holz. Warum nicht? Holz kann man immer gebrauchen. Na Gott, echt jetzt? Na komm. So, mal gucken, ob wir hier was finden. Schön wäre was zum Anziehen. Ja, das ist ja fast so was. Ist ja fast was zum Anziehen. Da ist wieder so ein Schleifstein. Super. So. Ne. Nix, nix, nix. Das ist auch leer. Mein Gott. Wenn ich wenigstens eine Nähmaschine finden würde, könnte ich mir selber eine Jacke schneiden. Aber nein. Aber hier drin ist warm, ne? 1 Grad ist hier drin. Hier drin ist warm. Hier kann ich deutlich besser bleiben als da drüben. Aber nutzt es, ich bin schon fertig hier mit durchsuchen. Da haben wir was. Da ist noch was. Oh. Ja, zum Anzuziehen. Ich wollte aufsteigen hier. So. Habe ich eigentlich schon Nähzeug? Natürlich nicht. Wetzstein habe ich. Noch kein Nähzeug. Sonst könnte man das hier ein bisschen mal reparieren. So ein paar doofe Socken. Ey. Wie oft findet man Socken? Aber nein, ich habe hier Socken mit 20% und finde nichts. Kann ja nicht wahr sein. Also wenn jetzt noch irgendeiner was schreibt, gerade hat sich mein Tablet akkumäßig verabschiedet. Das heißt, ich kann nicht lesen, was ihr schreibt. Mein Gott, ey, ich habe so ein paar alte Dosen. Ich habe da jetzt Dosen. Ich habe da Dosen aufgeschlagen. Ah, ne. Wenn man die aufschlägt, kriegt man die nicht, ne? Wenn man die aufschlägt, sind die weg. Man muss einen Dosenöffner nehmen. Genau. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin total übermüdet, aber das ist egal. Ich muss ins Bergwerk oder sowas. Hier ist nix. Hier so gar nix. Ich sollte drüben noch mal kochen. Wasser kochen. Und mir ein, zwei Fackeln rausnehmen.
habe ich drüben liegen? Was sagt denn meine Krankheit? Deine Körpertemperatur war zu lange zu niedrig, du wirst schwächer bis auf jeden. Bleib 3 Stunden über dem Gefrierpunkt, okay. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. 3 Stunden. Ich könnte einfach 3 Stunden schlafen, zum Beispiel. Ist hier ein Bett? So ein richtiges Bett zum Schlafen? Bett. So, dann schlafen wir mal 3 Stunden. Schlafen wir mal 4 Stunden. Kalorienmäßig sieht er ganz gut aus. Wasser müssen wir gleich eh kochen. Dann haben wir uns auch ein bisschen erholt. Genau. So. Haben wir wieder ein bisschen Energie. Das macht ja schon mal viel her. Oh, guck mal, den habe ich übersehen. Hammer. Jetzt hat sie schon wieder das nächste Problem. Jetzt will sie wieder Essen finden. Die hat ja immer irgendwas. Irgendwas ist immer. Ja, im Boot waren wir schon. Uns bleibt der Leuchtturm. Und uns bleibt... Ach, Augenblick mal eben. Moment. So, da bin ich wieder. Ja, was soll ich sagen? Ah, entschuldigt, ich habe heute echt schlecht mit der Lunge. Ah, ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Mein Gott. 1 Meter gelaufen, ein bisschen bewegt, 3-mal die Arme bewegt. Ah, schon gibt es keine Luft mehr. Ja, was hatte ich gesagt? Genau, wir müssen Wasser haben. Wieder. Und dann können wir entweder zum Leuchtturm oder aber wir gehen ins Bergwerk. Das würde ich als erstes vorschlagen. Das Bergwerk kommt nämlich am Leuchtturm wieder raus. -1 Grad. Ja, wird Zeit, dass wir Feuer machen. Echt, also. Dass wir hier was viel gefunden hätten, kann man nicht sagen. Kann man wirklich nicht sagen. Feuer machen. Ein Buch, einen haben wir noch. Ein Zünderbündel haben wir noch. Dann machen wir mal Feuer. So. Also wie gesagt, ich muss noch ein bisschen warten, 10 Minuten oder so, bis ich wieder was lesen kann. So, Brennstoff, Altholz. Jawohl, ja. So, und schon garen wir wieder Wasser. Nicht so machen. Nehmen wir alles hoch. Jawohl. So. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben zwar nur eine Dose, aber ne, wir machen das Beste raus, nämlich Wasser. So, jetzt müssen wir erstmal wieder trinken. Aber 1 Liter haben wir ja schon mal wieder. Das ist ja schon mal viel wert. So. 2,5 Stunden noch. Na, machen wir mal hier. Zack, zack. Wasser, Wasser.
Jetzt fangen wir wieder an zu hungern. Immer dasselbe, wird ein Kreislauf, ey. Eine Stunde noch, da kriegen wir ja super hin. Da haben wir jetzt fast 2 Liter. Einmal kriegen wir noch. So, jetzt müssen wir hier unbedingt noch Altholz reinwerfen. Wenn wir nämlich hier oh, noch eine Stunde. Okay, dann machen wir noch eine Rutsche. So, und dann nehmen wir Fackeln. Und dann nehmen wir noch eine Fackel. Dann haben wir 2 Fackeln für den Bergwerk, falls es zu kalt ist. So, jetzt nehmen wir unsere Dose mit. Und jetzt warten wir einfach hier, bis es uns ein bisschen wärmer wird. Und in der Zeit gucke ich mal, was mein Tablet sagt. Ja, ja, ich weiß, 2%. Das ist nicht viel. Nee, der geht nicht an. Der lässt sich nicht überzeugen, bei 2% anzugehen. Ich glaube, ich muss mich hinlegen, sagt sie. Okay. Was sagt denn die Uhr? Oh, mitten in der Nacht. Ich glaube, du hast recht. Dann gehen wir mal nach oben. So. Dann essen wir mal was. Ja, ja, diese Aufschlagerei, das ist so blöd. Aber was wollt's machen? Wenn du nichts findest. So, und dann essen wir hier noch den. Sollte passen. Dann trinken wir noch. Und man so viel Nahrungsmittel vergeudet durch die Ausschlagerei hier. Eieiei. Brauchen wir denn 9 Stunden? Ja, 9 Stunden. Mit 9 Stunden kommen wir gut zurecht. So, wir sind voll erholt. Wir trinken jetzt. Wir haben jetzt Hunger. Da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ah, sollen wir noch eine Stunde warten? Ah, komm, wir warten mal noch eine Stunde. Besser ist das. Dann wird es etwas heller. So. Aber wir hätten nur noch schlafen können. Ach nee, da muss ich was essen. Das will ich nicht. Immer noch minus 1 Grad. Mal gucken, wie draußen ist. Aber es ist ja nicht weit bis zu dem... Boah, jetzt, jo, 23 Grad minus. Und windig. Alles super. Hier nochmal eben reingucken. Langsam, langsam um die Ecke. Hier sind Wölfe. Da ist kein Wölfe. Wir kommen gleich genau da über den Kamm. Pass mal. So nicht, mein Wölfe. Mein lieber. Mein lieber Wölfemann. Ich sehe gar nichts, ne? Natürlich nicht. Wie warm ist es denn hier drin? 1 Grad. Es ist wärmer als in dieser Halle, komischerweise. Soll ich mal noch eine Stunde warten? Könnte ich eigentlich machen, ne? Warum nicht? Bei 1 Grad. Können wir auch eine Stunde warten. Guck mal. Schon gezählt, schon sehen wir was. Oh je, das Wetter ist schlechter geworden. Und wir haben keinen Schlafsack.
Ein Buch, dann nehmen wir mit. Alter Schlafsack. Tja, hat sich ja echt gelohnt, hier zu warten eine Stunde, damit man was sieht. Eieiei, gar nichts, alles leer, 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 leer. Oh, eine Box. Und? Hier liegen noch niemals ein paar doofe Socken irgendwo rum. Mann, 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 Mann. Nimm die mal auseinander. Ja. Da haben wir wieder ein Holz. Liegen hier keine Socken zwischen irgendwo in dem Regal oder so, sonst liegen da immer Socken rum. Glaubst du ja nicht. Ja, jetzt kommt die Frage, ne? Bei dem Wetter, gehen wir da rüber? Oder machen wir hier irgendeinen Blödsinn? Obwohl, hier können wir nicht mehr viel machen. Den können wir nochmal kaputt machen. Wir haben eh keine von den Dingern. Tja, Ma, muss das denn jetzt so ein Wind sein da draußen? Echt jetzt. Kann da wohl nicht sein, ne. Na komm, wir gucken mal. Vielleicht hört es sich ja schlimmer an, als es ist. 37, 38 Grad minus. Wenn wir ganz schnell sind, ne? Dann kommen wir ohne große Schäden bis ins Bergwehr. Ich hoffe mal, dass bei dem Wetter die Wölfe zu Hause bleiben. Weil wenn die jetzt hier auch noch rumrennen, dann haben wir natürlich die Karte von Popo. Komm. Nix, gar nichts und überhaupt nichts. Boah, guck dir das mal an, dass das runtergeht. Oh, den nehmen wir mit. Leer. Leer. Ja, ich weiß, dass hier kalt ist. Ach komm, echt jetzt? Komm, ich will da nur eben darüber. Ich will da nur eben hier hoch, hier rein, hier, du weißt schon. Komm, gib mir die zwei Stöcke noch. So wie Zeit muss sein. So. So, jetzt sind wir im Bergwerk. Jetzt müsste es eigentlich wieder warm sein. Vier Grad. Na, guck. 4 Grad. Sehr schön. Und es ist relativ hell. Das heißt, wir können uns hier ein bisschen umgucken. Das ist relativ hell. Das heißt, es ist dunkel. Tja, da hilft ja nichts. Ne, nicht Steine. Hackel. Sag ich doch. Ja, wieder ein Streichholz weg. Schon wieder ein Streichholz weg. Da ist die Säge. Das ist toll. Da können wir Kadaver auseinandernehmen. Kadaver, Abrakadaver. Was haben wir denn hier noch? Metallschrott. Und ein bisschen Kohle. Das können wir immer gebrauchen. Im Augenblick brauchen wir mehr Kohle, weil wir ja so komische Dinge ziehen machen müssen. Mit einer Dose nur. So, ich kann euch immer noch nicht lesen übrigens. Nur mal so am Rande. Tut mir echt leid. Ich kriege nichts mit von dem, was gerade läuft da.
Aber was soll ich machen? Deswegen höre ich jetzt nicht auf zu spielen. Ich denke mal, das ist auch in eurem Interesse. Noch ein bisschen Kohle. Der Ole ohne Kohle. Mein Gott, ist das nicht ein Witz, der Ole? Guck mal, hier sind wir schon. So. Die Fackel können wir eigentlich ausmachen. Die ist noch ziemlich gut. Und, was haben wir hier noch? Leer. Das ist der Tisch. Der Lappen gehört zum Tisch. Echt, hier ist gar nichts. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Habe ich eigentlich irgendwas drüben gelassen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich habe alles dabei, ne? Was wir haben. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas in den Spind geräumt habe oder so. Das heißt also, wir können, wenn uns hier, wenn hier nicht irgendwas passiert, könnten wir hier abhauen. Jetzt einmal zum Leuchtturm. Minus 39 Grad. Das ist schon wieder, wir sind schon wieder. Nicht, ey. Aber den Leuchtturm möchte ich noch gerne mitnehmen. Ich denke mal, bei dem Wetter wollen wir auch keine Sorge haben mit dem Wolf. Der ist nicht da. Da würde mich sehr wundern, wenn der da rumrennen würde. Da ist das Auto. Dann sind wir schon gleich da. Einmal hier noch reingucken. Wir sind eh schon ziemlich kalt. Nix. Naja, genauso viel. Keine Handschuhe, keine Mütze, kein gar nichts ist hier. Aje, ich mute hier was zu. Noch ein Auto aufknacken. Bei dem Wetter. So, hier muss irgendwo der Aufgang sein. Hier meine ich. Sieht ganz gut aus. Wenn gleich so ein Brückending kommen, jawohl. Dann sind wir absolut richtig. Ein bisschen rennen hier. Energie haben wir ja noch. Mehr als Temperatur. Na, hopp, 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 hopp. Und da ist er ja schon. Eieieiei. Na komm. Also wir haben jetzt ein Knipeisen und wir haben eine Säge. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. 0 Grad, aber warme 0 Grad. Hier haben wir nochmal Holz. Wir haben selbst das Holz da drüben nicht liegen lassen. Ne? Wir haben alles mitgenommen. Auch unsere Dingens. Unsere Dose, auch die. Zeitung, super. Die take ich mal. Ach, da ist der Dosenöffner. Und nochmal Streichhölzer, jawohl. Ach, das ist ja wie ein Feiertag. Da kann ich ja jetzt kochen. Das ist ja toll. Da kann ich ja kochen. So. Was haben wir hier drin? Nix, natürlich. Was habe ich denn erwartet? Was habe ich denn erwartet? Kann mir mal einer sagen? So. Ah, Notfallspritze. Na, da kommen doch mal langsam ein paar gute Sachen. So. Ich weise in blinder, nichtseherischer Voraussehung, weise ich nochmal darauf hin, dass ich gerade den Chat nicht lesen kann.
gelesen. Ich weiß nicht, wer gerade irgendwas schreibt, also tut mir echt leid. Ich hoffe, dass sich das gleich auf jeden Augenblick mal wieder ändert, aber im Augenblick geht's nicht. Jawohl, ja. Das ist kalt hier drin, ne? Minus 1 Grad. Ich meine, unten wäre 0 gewesen. Mein Gott, ey. Kein Nix, kein Schal, keine Mütze, kein Nix. Aber ein Dosenöffner. Oh, guck mal da. Ein Kanister. Kanister. So. Ja, was soll da oben sein? Na, wir gehen gucken, natürlich. Natürlich gehen wir gucken. Oh, guck mal. Nähen für Anfänger. Wenn ich jetzt noch Nähzeug hätte, ne? Einmal rumrennen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war's. Ja, dahinter liegt auch nichts mehr. Zack. Zack, zack. Wir runter. Minus 1 Grad. Aber ich meine, wenn wir unten sind, haben wir warme 0 Grad. Da sollten wir uns lieber da unten aufhalten. Sei denn, ich habe hier was übersehen. Da muss ich natürlich nochmal eben checken. Check, check. Sieht nicht so aus. Den haben wir auch geguckt. Sehr gut. Minus 1 Grad. Ist kälter geworden draußen. Daran kann es liegen. Hier war 0 Grad, als wir kamen. Minus 1 Grad. Naja. Das heißt, es war mitten am Tag. Was? Was du nicht alles sagst. So, wir trinken jetzt erstmal was. Und jetzt essen wir mal so eine Dose hier. Nur alleine deswegen, dass wir eine zweite Dose zum Kochen haben. So. Alleine dafür haben wir das jetzt gemacht. Und jetzt gehen wir mal eine Stunde aufs Bett. Einmal hier so ausruhen. Ach, machen wir. 2 Stunden. Wir können auch schlafen, oder? Lassen wir mal pennen. Da wird uns warm. Guck mal, Wetter wird besser. So. Kalte 0 Grad. Muss das sein? Kann das nicht warme 0 Grad sein? Hier mal alles, ne? Leer, 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 leer. Leer, 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 leer. Ja, das heißt, eigentlich müssen wir hier abhauen. Dann haben wir den noch ein Holz. 4. Da haben wir noch ein Holz. Anzünder haben wir 3. Bücher haben wir auch 1. Aber wir haben Kohle, genau. Kohle ohne Kohle. Wir haben eh nur so ein Ding mit einem. Na komm. Wir müssen jetzt Feuer machen. Mit einem Buch, natürlich. Und die anderen, wo nur 9 drin sind, bitte. So. Dann machen wir ein Feuer, dann machen wir wieder Wasser. Wetter ist ja besser geworden. Wir hätten natürlich auch Feuer machen können und irgendwas machen können in der Zeit, wo wir 2 Stunden gepennt haben. Aber egal. Regal. So, Altholz. Dann haben wir 1:45 Uhr. Kochplatte. Wasser. Garen. Ich glaube, noch einen können wir hier nicht hinstellen, ne? Hier haben wir nur für einen. Was haben wir denn hier noch überhaupt? 1,3 Liter haben wir noch, okay. Wir könnten mal hier, wenn wir genug nach haben, wir noch nicht genug. Schade, ich habe gedacht, das war vorhin, ne? Das war vorhin. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Vielleicht kriege ich ja jetzt mein Dings hier wieder an.
Der sollte doch eigentlich mal wieder langsam aus der Pötte kommen. Na komm schon, irgendwo muss man dich da einschalten können. Scheiße, so ein Ding, wo ich mich überhaupt nicht mit auskenne. Samsung Galaxy Tab A6. Das war ein Schnäppchen. Ich wollte es mir kaufen im Mediamarkt. Und dann habe ich im Internet geguckt, da hatten sie es im Angebot für 199 Euro. Und dann wollte ich mir das bestellen, dass ich das im Mediamarkt abholen kann, und dann stand das war vorrätig. Und dann bin ich dahin, naja, und dann war das auch vorrätig für 300 Un. Und da bin ich da zu dem Verkäufer und habe gesagt, hör mal, pass mal auf, mein Freund. Ne, im Internet steht aber 199. Und er sagte, ja, dann kriegen sie das auch für 199. Hat er nachgeguckt. Ja, sagt er, dann kriegen sie das auch für 199. Right now. So. Müsste gleich wieder gehen. Hoffe ich mal. 32, lass uns mal direkt noch was nachwerfen hier. Brennstoff. Geht schon Kohle? Wäre schön. Ja. Schön. Keine Aktivität. Du bist auch vielleicht so ein Heimchen. Ich bin schon seit über 2 Stunden am Stream und du sagst keine eine Aktivität. So. Wieso machst du mir deinen ganzen schwarzen Monitor? Jetzt sag nicht, die ganze Aufnahme ist ein schwarzer Monitor. Dann hau ich dich aber. Marvel Studios, jetzt kommt erstmal Werbung. Na super. So. Wie sieht es hier oben aus? Ach, ich muss Wasser ansetzen. Ja, dann lass das mal machen. So, dann haben wir wieder Wasser. Und noch 1,5 Stunden, da gibt es wieder Wasser. So. Und noch 1 Stunde, da können wir nochmal Wasser machen. Was ist denn los hier? Sehr seltsam. Ich muss euch mal eben mit rübernehmen. Was machen die da? Hat ein Error. Jetzt habe ich hier plötzlich einen Error. Das kann doch nicht sein. Die ganze Zeit lief das doch. Freunde, ich glaube, an der Stelle müssen wir einfach mal den Stream beenden. Das tut mir sehr leid. Ich gehe jetzt nochmal raus und wieder rein. Oh ne, erst mache ich hier mal mein Feuerchen zu Ende. Das heißt, ich nehme hier nochmal eine Fackel raus. So. Ne, nicht anzünden. Wegstecken. So, und dann nehme ich hier die Dose. Die muss ich mitnehmen.
So, jetzt gehe ich einmal raus und wieder rein. Und dann hoffe ich, ne, also dann ist das Spiel auf jeden Fall gespeichert. Und dann hoffe ich mal, dass ich auch eine Aufnahme habe und nicht nur einen schwarzen Bildschirm. Das wäre ziemlich doof. Ich sage auch Tschüss an der Stelle und vielleicht noch bis später. Ciao.